So. Hi. Aua. So, wir haben heute etwas ziemlich Spezielles für euch. Und zwar waren wir... Gibt's mal wieder was für den Bauch. Ich liebe es. Wir waren bei Snagis. Leute, wir sind gerade in Dubai und wir haben uns einfach gedacht, dass wir mal so ein bisschen die ganzen McDonald's-Spezialitäten probieren, weil wir nämlich Feinschmecker sind und da waren wir. Haben hier auch schon unser Getränk getrinkt und yo, wir haben was Cooles. Und zwar kann ich das mal kurz zeigen. Lässiges Video. Hier, ein bisschen Tüte für dich. Warte. Ja! So, ihr könnt es jetzt... Hier, guckt euch das an, Leute. Das hier sind... Oh Mann, Schmackofatz, was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Hast du eine Gabel da zufällig? Ah ja, na, klar. Ey, wir haben wirklich Gabel. Also, wenn jetzt mein Assistent die Gabeln besorgt, werde ich euch kurz erklären, was dies hier ist. Pommes mit einer gewissen Beilage an Chicken and Cheese. Das Ganze gibt es, glaube ich, nur in den Emiraten oder in Dubai. Oder schmeckt voll geil. Schmeckt geil? Mhm. Probier mal. Boah. Aber die sind ein bisschen kalt jetzt, ne? Das schmeckt richtig so nach Käse, aber richtig stark. Boah. Alter, das schmeckt wie so Sour Cream Chips, aber mit Käse irgendwie. Und Pommes. Boah, schmeckt überheftig. Das schmeckt richtig geil. Boah. Oh, die sind voll scharf. Also Leute, nicht nachmachen, denn... Wie heißt das nochmal? Nicht nachmachen. Nein! Chicken Cheese Fries. Gib mir auch mal ein paar Chicken Cheese. Oh, die sind richtig geil. Nicht nachmachen, Leute. Immer gesund ernähren. Hey, die heißen McFlavor Fries. McFlavor Fries. Jetzt kommen wir hier zu meinem Lieblingsding. Und zwar eine leckere... eingepackte Banane. Wollen wir die Banane probieren? Ich würde mir die aufheben. Wir heben die auf bis zum Schluss. Wir haben sogar zwei Stück bekommen, obwohl wir nur eine bestellt haben. Weil wir eine geklaut haben. Ich habe auch einfach so just for the kiddings. Hey, hier ist sogar eine kleine Gabel dabei. Siehst du? Wir haben hier noch so ein Veggie-Ding, aber den gibt es glaube ich auch bei uns, oder? Aber das ist der Veggie-Burger aus Dubai. Deluxe. Du hast nur vom Brot abgebissen. Wir sind Stuntmans, Leute. Wisst ihr das? Probier einfach mal und sag, ob der so richtig ohne Fleisch schmeckt. Wie schmeckt der? Alter, der ist aber noch warm. Der schmeckt ziemlich grün. Boah. Ja, Leute, ihr wisst, wir sind professionelle Stuntmans. Und deswegen dürfen wir uns das erlauben. Schon seit Jahren ist der Stuntman. Das hier ist essbares Papier. Wir haben hier den ultimativen Special. Keine Ahnung, was da drauf steht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst. Signature Collection. Oh, und guck mal, der ist sogar da eingedrückt. Die drücken das sogar hier in Dubai ein. Oh mein Gott, du musst es... Ein Stück Papier! Mit mehr Gefühl sagst du, okay, pass auf. Du musst es umdrehen und so den Leuten präsentieren, ja, genau. Oh mein Gott! Du kannst gar nichts! Gar nichts kannst du! Chill mal. Das hier, Ladies and Gentlemen, ist... Alter, ist das ein Lappen? Grünzeug. Probier mal. Das ist hier in der Wüste gewachsen. Dieser Burger ist so ganz gewachsen. Der ist hier. So hier am Baum gewachsen. Aber, okay. Aber sieht schon gut aus, gell? Mega. Mach mal auf den Burger. Also McDonald's, falls ihr uns sponsern wollt. Soll ich ihn aufmachen? Ja, Mann. Mach ihn mal auf. Oh, da sind Jalapenos drin. Ja, Mann. War richtig gut. Leute. Schmack. Wir sind professionelle Stuntmans. Beiß doch nicht falsch herum ab. Ich beiß immer so ab. Echt? Immer, ja. Dann hast du keine Seele. Und wie schmeckt er? Mhm. Ziemlich kacke. Schmeckt der gut?
nichts Atemberaubendes. Diese Soße schmeckt genauso, wie meine Turnhalle in der Kindheit immer gerochen hat. So nach alten Schuhen. Mhm. Die Soße schmeckt ganz komisch, gell? Ist mit Essig. Essig? Mhm. Haben wir noch eine Serviette? Aber natürlich. Oh mein Gott, scheiße. So, mach mal hier. Ich bitte eine Serviette. Hey, wie kann es sein, dass ich mit einem Bissen so dreckig geworden bin? Du bist halt kein Stuntman. Wir haben noch was gleich, was richtig, richtig nice ist, Leute. Übrigens, das ist die Riesenbag. Ach, die haben wir schon gezeigt. So. Und zwar ist das hier nämlich, was hat er gesagt? Ein portables Trinkgerät. Voll gefailt. Was ist das? Pust Stärke rein. Hey! Hey, Siesta! Bisschen Konfetti-Regen hier. So, wir haben hier, guck mal, die haben den auch hier reingedrückt, gell? Awesome! Kennst du den hier? Guck mal, das ist ein Trick, um eure Familie zu nerven. Kennst du? Ja, ich kenn den. Jetzt müsst ihr dagegen schnipsen. Oh! Yeah! Hat man den Trick überhaupt gesehen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Er bleibt ein Geheimnis. So, nächster Burger. Das ist dann der Signature Burger. Das ist irgendwie so das Gegenstück davon. Das ist der mit Rind statt mit Hühnchen. Ehrlich? Yo, check this Burger, man. Wie schmeckt's? Du musst den Burger präsentieren. Was ist drin? Was ist dran? Was ist da draußen? Was ist da draußen? Ah, ich muss hier raus. Ladies and Gentlemen. Luca Dies. Alter, da sind so Röstis drauf. Und so ein Stück Backhorn. Aber das ist kein richtiger Backhorn, so wie bei uns. Denn wir sind hier nämlich in Dubai. So, ready? Das Hühnchenbacon. Wie schmeckt der? Wie schmeckt's? Wisst ihr? Jo, guckt euch mal diesen Burger an, so das ist ein Biss einfach gewesen, gell? Das ist so ein halber Mond, gell? Der ist heftig, oder? Der ist leckerer als der andere. Den kriegt der magische Kameramann. Komm hier, hol's dir! So, weil ich will den auch nochmal. Ich will auch nochmal einen Bite. One Bite, one Bite. Oh nein. Nicht in meinem Video. Nicht in meinem Video. Muss ihn schon erwischen. Er hat fast den Finger gebissen. Aber der hat Barbecue-Soße drauf. Mhm. Ist eigentlich so, wie man sich einen Burger vorstellt. Ganz normal, aber mit Röstzwiebeln und Barbecue. Und ja, ich nehme auch noch. Ah. Haben wir noch einen Burger oder war es das? Nein. Wir haben noch einmal die Banone. Die ist richtig warm. Oh mein Gott, wir haben noch das grande Finale. Mhm. Warte, kurzer Sneak Peek. Wie schmeckt eine Banane aus einer Plastiktüte? Sie verkaufen die einfach in der Plastiktüte. Mhm. Umweltbewusster geht's nicht, aber die geht gut auf. Ich möchte kurz was sagen. Riech mal da dran. Riech mal, riech mal. Boah! Oh, Alter, in was ist diese Banane eingelegt? Die riecht gar nicht so. Was riecht, das riecht so, als ob die da so Bananenparfüm reingesprüht haben, gell? Dass sie einfach gut riecht. Die Konsistenz. Wie lässt sie sich biegen? Wie lässt sie sich biegen? Frisbee? Frisbee-Test.
Ah, ja. Ja, ah. Ein Punkt Abzug. Ein Punkt Abzug in der B-Note. Nein, beiß nicht direkt ab. Reißt das Stück ab und isst es so. Warum? Ich mag keine Bananen. Also nicht so sehr. Wie schmeckt sie? Schmeckt einzigartig. Wonderful, wonderful. Schmeckt eigentlich genauso, wie eine Banane schmeckt. So, und wir haben jetzt noch das da! McArabia Chicken! McArabia Chicken! Miggity-Miggity-Poo! So, das hier ist anscheinend das Spezialitätending in Maggis in Dubai. Mega nice, mega cool. Und das werden wir jetzt für euch verspeisen, Leute, und sagen euch, ob es gut ist oder nicht und ob ihr bei auf McDonald's... Auf der Hinterseite steht übrigens drauf, wie man das da ist ein Warnhinweis. Und zwar muss man erst 18 sein. Hier steht, sie müssen vor dem Gebrauch 18 sein. Spaß. So, anscheinend reißt man das hier so auf. Kann man das sehen? Guck mal. Aha, okay, okay. Mach jetzt! Hör auf, die Spannung muss doch steigen. Oh! Oh. Sieht aus wie so ein Peter Mac. Das sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Döner. Ohne! Mit bisschen scharf. Der McDonald's-Döner. Das haben wir geclaimed, Leute. Das ist unsere Idee. So. Was ist das hier? Pack das also mal das ganz aus, so hol's mal ganz raus und halt's mal wie einen echten Döner. Das nenne ich mal ein... Mach's mal auf. Was ist da alles drin? Oh Gott, das Ding trieft voll. Also hier ist drinnen so zwei... Was ist das? Keine Ahnung, was es ist. Das sind so zwei Fleischlappen, bisschen Soßen. Salat! Salat! Und Soße! Und das ist es. Alles in einem wundervollen, leckeren Fladenbrot. Freunde! Das essen wir jetzt. Bist du bereit? Ja, hau rein. Bist du bereit? Los! Es riecht auch schon richtig geil. Oh mein Gott, ist da richtig gesaftet, als du da reingebissen hast. Wie schmeckt der erste Biss? Wie ist die erste Interpretation von diesem Döner? Also ich würde sagen, die erste Interpretation von diesem Döner ist auf jeden Fall... Geil. Schmeckt überheftig. Echt? Gewehr. Hey! Als ob da so T-Rex abbeißt. Du bist hier Gast in meinem Video. Boah. Vergiss es nicht. Aber dieses Fladenbrot schmeckt richtig schmeckt lecker. Echt geil. So was komplett anderes, sowas gibt es nicht in Deutschland, sowas gibt es nur hier in Dubai. Sag noch das mit dem Abonnieren und Like und sowas. Achso. Abonniert, liked unser Video, immer, schaltet bitte nicht ab vor 5 Minuten. Ja. Ihr habt den McArabian zwischen den Zähnen. Perfekt. Gebt einen Daumen hoch. Schaut nicht bei Roman vorbei. Das war's. Mach aus schnell. Tschüss.